Guten Morgen aus Los Angeles. Wir haben einen Parkplatz gefunden. Ja. Und sind jetzt auf dem Hollywood Boulevard. Oder auf jeden Fall sind wir gleich auf dem Hollywood Boulevard. Der erste, der kaputt ist. Okay. Ja, der Hollywood Boulevard ist der Walk of Fame. Nee, verkehrt rum laufen wir. Nee, hier sind einige verkehrt rum und einige richtig rum. Noch kenne ich niemanden. Okay. Stuart Whitman, noch nie gehört. Pedro Infante. Don Knotts. Da hat jemand einfach seinen eigenen Namen reingeschrieben. Ja, auf jeden Fall gucken wir uns hier jetzt den Walk of Fame an. Gucken, ob wir jemanden Berühmtes finden. Walt Disney zum Beispiel. Okay. Ja, wir gucken uns jetzt die Gegend an und nachher wollen wir dann noch zum Rodeo Drive und nach Beverly Hills und so, da wo die Teuren und wo die Reichen, nicht die Teuren, wohnen. Ich kenne immer noch niemanden. Nee. Jeff Bridges, den kennt man. Jeff Bridges. Warum kann hier ein Mensch nichts drin? Weiß ich nicht. Sind das diese noch drei für irgendwann? Fabian. Wer auch immer Fabian ist. Ein Theater irgendwas. Alfred Hitchcock. Kevin Hart, wofür auch immer der einen Walk of Fame Stern gekriegt hat. Guck mal, Bugs Bunny. Oh. Bugs Bunny. Und James Bond. Souvenirs. Dani wollte in einen Souvenirladen. Das mal einen Laden. Wir sind in der Oscar-Abteilung angekommen. Kann man sich einen aussuchen. Elvis ist auch hier. In seinem alten Auto, dessen Marke ich nicht kenne. Ein Cadillac Eldorado. Mein Traum wird wahr. Zac Efron. Madame Tussauds hat sie mal wieder alle, sogar King Kong. Aber das Highlight war natürlich Zac Efron, seien wir mal ganz ehrlich. Hier guckt die Scarlett. So, da auf diese Treppenstufendurchgänge gehen wir gleich. Direkt dahinter ist nämlich das Hollywood-Sign. Da ist es, in der Ferne. Ja.
Momente, da kennt man gar keinen. Sting, das Donald Duck. Sting. Die beste Ente der Welt. Winnie the Pooh und Tinkerbell. Winnie the Pooh. Tinkerbell. Disneyland. Und warum wohl? Wir stehen vorm Disney Store. Wir sind jetzt in Beverly Hills, 90210. Wer kennt sie nicht, die Postleitzahl? Wir gehen jetzt zu dem Beverly Hills sein. Und dann gehen wir gleich noch auf den Rodeo Drive. Geld und die ausgeben? Ganzen Geschäfte angucken, die wir nicht bezahlen können. Dann lieber Geld ausgeben, aber okay. Ja, vielleicht gibt es ja eine Postkarte für 1000 Dollar. Genau. Da ist es. So, Rodeo Drive. Einmal um die Ecke und da ist er. So, hier sind nur die teuren Läden. Wir gehen immer die Promis shoppen. Die mit Geld. Also wir nicht. Wir nicht. Wir gehen nicht zu Louis Vuitton. Und hier kommen die schicken Autos. Das hier sind die Geschäfte, die alle Security Guards vor der Tür haben. Hier ist wenigstens Schatten. Ha. Aber es sind auffällig wenige Menschen in den Läden drin. Ja. Dani, wollt's mal noch eben schnell nach Versace? Ja, klar. Oder ein Porsche Design? Beides. Beides. Sind ja gar nicht Vergabe. Das da auf der anderen Straßenseite ist das Hotel aus Pretty Woman. Das ist bestimmt schweineteuer. Ja. Da ist es. Darf man wohl reingehen? Kann man einfach rein? Keine Ahnung. Oh. Naja, kannst du ja Klamotten kaufen. Ja. Mit teuren Klamottenläden direkt drin. Ja, das sieht aber anders aus als mit dem Schuh. Das stimmt. Ja, nicht so wie, also das mit da, das sieht beim Check-in sieht fast genauso aus, oder nicht? So, wir fahren durch Beverly Hills. Hier sieht es sehr gepflegt aus, im Gegensatz zu anderen Orten in Los Angeles. Natürlich. Und die Häuser sind so schön. Das sieht verrückt aus. Das ist leer. Können wir kaufen? Ja. Yay. Das sieht ja auch gut aus hier. Hier haben sie Gärtner. Hier haben sie Geld. Hier haben sie Geld, hier haben sie Gärtner.
wants to tell. Mein Papa wird das alles alleine machen. Ich wohl. Noch eher als nach Hause. So, wir sind jetzt bei der Warner Brothers Studios Tour angekommen. Wir stehen vorm Gebäude und werden von Bugs Bunny und wie heißt der Ent? Wie heißt die Ente? Leute, wie heißt die Ente? Duffy. Duffy? Ja, ne? Ja, Duffy. Wir werden von Bugs Bunny und Duffy begrüßt. Wir sind reunited mit Christina und Kati. Die haben wir gerade aufgegabelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber echt. Sie sind in ein fast fahrendes Auto reingesprungen. Naja. Wenn man es übertreiben möchte. Stuntman, also. Genau. Ja, wir checken jetzt ein und dann geht die Tour gleich los. Das ist doof. Ja. Wir haben unser persönliches Tourcar und Christina ist ein Moth. Hallo. Das Wort habe ich schon lange nicht mehr gesagt. So, man durfte leider auf dieser gesamten Tour nicht filmen, deshalb seht ihr nichts von dieser Tour. Die war aber mega, mega gut. Wir sind durch die Warner Brothers Studios gefahren. Die haben ganz viele verschiedene Hallen, wo die ganzen Filme gedreht werden. Haben ganz viele von den Außenkulissen gesehen und waren auch in dem Studio, wo Fuller House gerade gedreht wird und haben das ganze Set gesehen. Das war ziemlich cool. Ja, haben viel gesehen. Wir haben ein paar Kostüme gesehen und wir haben die ganzen verschiedenen Batmobiles gesehen, die benutzt wurden. Ja, war ziemlich cool. Am Ende hatten sie dann noch so eine Ausstellung über Warner Brothers und die ganzen Filme und ganz viele Foto-Ops. Konnte zum Beispiel auf der Couch von Big Bang Theory sitzen. Ja, also hat sich insgesamt gelohnt. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, war richtig cool. Ja, wir gehen jetzt wieder zum Auto und fahren in unser Disneyland Hotel. Ich bin ganz aufgeregt. Das erste Mal Disneyland für mich und der Park hat heute bis 0 Uhr offen. Das heißt, dass es wahrscheinlich passieren wird, dass wir heute Abend in den Park gehen. Aber erstmal müssen wir was essen. Ja, wahrscheinlich in Downtown Disney und dann ab ins Disneyland zum ersten Mal. Ich freue mich. Ich denke nicht, dass man da rein darf. Und der da arbeitet da. Arsch! Lass uns mit rein. Wir haben The Holy Grail gefunden. Ziel erreicht. Es geht auf. Ja, jetzt müsste uns einer von euch sagen, wo unser Zimmer ist. Das ist hier in dem Hauptgebäude. Also da müssen wir uns dann mal gehen. Achso, wo ist denn South Park? Das weiß ich nicht, das haben wir nicht gesucht. Achso. Wir sind im Disneyland! Jetzt ist es gerade nicht mehr. Verdammt! Auf jeden Fall haben wir es bis auf den Parkplatz geschafft, lass es uns so sagen. Aber hier war ich auch noch. Also, unser Hotel ist das da hinten. Aber wir kommen noch näher ran, keine Angst. So, wir bleiben im Grand Californian Hotel. Das ist der Eingang. Kommt man nur mit Karte rein? Vielleicht musst du sie reinstecken. Hier? Question mark? Ja, da rein? Ja. Check ich nicht. Ah. Und wozu ist das Touchpad links? Rechts? Okay. Das ist für Magic Bands. Wir sind drin. Genau. Hat da nicht eine Achterbahn fährt. Leises Kreischen im Hintergrund. Oh, Disney-Hotel-Geruch. Ja. Oh. Disney-Hotels haben so einen eigenen Geruch, finde ich. Findet ihr nicht? Und wir gehen rein. Es ist eiskalt. Ja! Und das sieht aus wie die Wilderness Lodge. Wollt ihr filmen erst oder wollt ihr gleich ins Zimmer? Ich möchte kurz filmen. Okay.
Hier ist der Check-in. Ja, das Hotel sieht wirklich echt fast genauso aus wie die Wilderness Lodge im Disney World. Oh, guck mal, Oogie Boogie ist fertig. Ja, da war auch eben schon fertig, aber ach so. Die ganze Zeit noch andere so im Bett von Stein. Okay. Ja, es ist jetzt Anfang September, das heißt Halloween-Season. Ein riesengroßer Oogie Boogie. Ja, die Mittag hier waren, standen dahinter die Köche und haben das gemacht und vorbereitet. Oh, cool. Ja. Sieht cool aus. Ja. Rein in den Fahrstuhl. Wow. Da ist Ariel. Wir waren hier, oder? Ja, ja. Können wir bitte das zu deinem Geburtstag machen? Ich glaube, das musst du an deinem Geburtstag machen. Aber das ist Ariel. Richtig. Wenn es Rapunzel wäre, dann ja. Die ist bestimmt auch da. Das ist bestimmt Prinzessin im Frühstück. Ja, cool. We are in the forest. Ich bin ein richtig schlechter Mensch. Ich lasse Dani die ganze Zeit den Koffer schieben. Guckt es euch an, sie kann nicht mehr. Okay. Treten wir den 3-Kilometer-Marsch an. Ich hoffe, das ist unser Zimmer. 4150. Ich versuche es. Hoffen wir. Ja. Klang gut. Oh, Kadi mit Orientierung. Ey, guck mal, ich hab's wieder gefunden, ja? Also, yeah! Oh, es ist voll groß. Ich hab den Koffer, ihr wollt schon. Ah, I love it! Schön, ne? Begrüßungsschokolade! Und ja, sie waren, seit wir weg waren, nochmal hier, weil das war eben noch nicht da. Und wir hatten die Balkongardinen offen und so. Milchschokolade, Gott sei Dank, ich kann sie essen. Nicht so wie die, die Dani vorhin schon von mir gekriegt hat. Oh, das ist von mir. Das hat mir Rebecca mitgebracht. Süß. Christinas Freundin. Ja, und unsere First Visit Button. Ciao, Kelly. Also, ciao, Kelly. Ja, Schoko. Ciao, Kelly. Ah, es ist hübsch. Show me. Oh, das Step-Ding da unten hat einen Mickey. Süß, ne? Das hab ich immer schon gesagt. Das Bad. Oh, eine Regenwalddusche. Oh, und Chip und Chap. Ja, Chip und Chap sind auch im Zimmer. Hast du die schon gesehen? Nee. Nie. I love it. Chip und Chap sind auch im Zimmer. Let me seek them. Ah. Right. Hübsch. Yeah. So. Da sind nochmal Chip und Chap. Und alles ist im blauen Licht. So, wir sind in Downtown Disney und es ist direkt neben unserem Hotel. Wirklich, da ist unser Hotel. Und schon steht man in Downtown Disney. Das ist so anders als in Disney World. Unfassbar. Oh, it is so cute. Ja, welche Richtung suchen wir denn mal aus? Ja. Wieder einfach genauso aussieht wie in Orlando. Oh mein Gott! Von innen, ja. Krass. Das ist ja völlig verrückt. Aber eigentlich schade. Also Downtown Disney ist auf jeden Fall viel kleiner als Disney Springs. So wie alles hier. Wir sind nämlich jetzt schon hier am Park. So, das ist der eine Park, California Adventure, den es in Orlando so nicht gibt, aber es ist ein bisschen Hollywood Studios mäßig, glaube ich. Ist auch schon Halloween geschmückt. Die Halloween-Partys fangen hier aber erst am Wochenende an, also die verpassen wir gerade.
Wir wollen jetzt mal jemanden fragen, wie das mit unseren Eintrittskarten ist, weil als Castmember kommen wir hier umsonst rein, auch als Castmember aus Florida. Wir wissen nur nicht genau wie, weil in Florida ist alles mit Magic Bands und das funktioniert hier nicht, deshalb brauchen wir halt irgendwie ein Ticket. Gucken wir mal, ob wir reinkommen. Ja, so schnell ist man drin. Es war super einfach. Wir mussten einfach nur unsere Blue ID zeigen, also unseren Arbeitsausweis von Disney und schon sind wir drin. Wir sind jetzt in California Adventure. Und ich war noch nie hier und ich freue mich so. Who's excited? Das Allerbeste an der ganzen Sache, wir sind hier umsonst drin. Geil. Und auch noch in dem Hotel, wo wir einfach hier reinlaufen konnten. Ja, also. Mega geil. Richtige Hotelwahl auf jeden Fall. Ja. Wir haben hier Hollywood Studios Kostüme, oder? Ja. All day, every day. Oh, guck mal, der Laden heißt schon mal anders. Ja. Aber wie im Disney World, es wird gebaut. Ja. Es wird Marvel-Land gebaut. Durch dieses tolle Schaufenster an. Eine Milliarde Plüschtiere. Hier und schon haben wir Mickey gefunden. Und er sieht süß aus. Du hast die ganze Zeit nichts anderes gemacht. Da ist ja cool. So, in die Richtung geht eine Straße ab. Keine Ahnung, was da ist. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, ich weiß, alle wundern sich. Und dann ist auf der Seite da hinten die andere Straße. Und geradeaus geht's auch noch. Das hier ist ein Restaurant. Da wollen wir vielleicht morgen essen. Kathi hat morgen Geburtstag. Und da wollen wir dann ein Table Service Restaurant besuchen. So, Dani wird ganz aufgeregt. Stark Industries baut hier. Hier wird ein Marvel-Land gebaut. Und Dani freut sich sehr darauf. Der erste Blick aufs Riesenrad. Oh mein Gott. Wow. Und hier ist das Grassland. Das haben wir in Florida gar nicht. Da geht's rein. Guck, wie schön es ist. Ja. Thank you.
Mhm.